Hallo Leute und herzlich willkommen zurück mit einem neuen Tutorial für euch. Erst einmal frohes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr habt es gut überlebt, sag ich mal. Und ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, weil jetzt ist schon der fünfte oder wann ich es hochladen werde. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt den Kater gut auskuriert. Und zwar, wir machen mich heute, zeige ich euch, wie ihr so ein Sektglas erstellen könnt. Also ich hatte ja über die Jahre hinweg, also quasi über Neujahr, so ein Speedart gemacht. Könnt ihr euch nochmal anschauen, gerne in der Videobeschreibung Link. Und zwar, wie ihr denn so eine Szene erstellen könnt. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt sehr lange Zeit gekostet. Also quasi, ich glaube, 1,5 Stunden oder so war das. Deswegen kann ich euch jetzt nicht alles zeigen. Was ich euch aber jetzt zeigen werde, ist zumindest, wie ihr das Sackglas mit diesen Bubbles und dann Flüssigkeit erstellen könnt. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Wir gehen erstmal mit der Maustaste, suchen uns eine Ansicht, ist eigentlich egal welche. Und drücken halt drauf mit der mittleren Maustaste wieder. Dann gehen wir in die Videobeschreibung, downloaden uns das kostenlose Projekt, das, was ich euch verlinken werde. Also könnt ihr euch, wie gesagt, alles downloaden, ganzen Texturen und das ganze Projekt ist nochmal da, wenn ihr keinen Bock habt, das nachzumachen. Auf jeden Fall findet ihr dann diese Vorlage hier, ist einfach ein Sektglas. Sorry, das werden wir, ziehen wir uns hier rein in die Mitte. Und wenn wir jetzt sehen, ist es aber noch nicht ganz auf der Linie hier, auf dieser Achse hier. Aber deswegen wollen wir das natürlich ändern. Und zwar können wir folgendermaßen gehen wir auf Option, auf die Voreinstellungen. Dann gehen wir hier auf Hintergrund und haben hier unsere ja, X und Y. Das, was wir haben wollen, ist X. Heißt, wir können es hier verschieben. Das 6 ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen machen wir mal 5. 5 ist auch nicht. 4 ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, deswegen 4,5. Gucken wir es mal. Oder 4,6. Irgendwas sogar 7. Gucken wir mal 4,7. Ja, okay, gut. Ja, das wird schon hinhauen. Also muss auch nicht perfekt sein, nur einfach so grob halt als Wert. Weil wir werden das Ganze gleich spiegeln. Das heißt, wir machen und wir orientieren uns hier an der grünen Linie. Genau, damit wir es gleich nochmal spiegeln können. Deswegen, wir gehen auf unser Spline hier, wählen unser Spline-Stift aus und zeichnen uns erstmal unser Glas nach. Ich mache das immer so, ich nehme die Kacheln hier zur Orientierung. Das heißt, ich fange halt ein bisschen tiefer an, ist ja im Endeffekt egal. Mache hier einen Punkt und gehe dann hier auf die Ecke. Wenn es nicht ganz auf der Linie ist, ist es nicht so schlimm, weil das werden wir gleich noch ein bisschen anpassen alles. Und dann gehen wir hier runter. Machen hier eine Linie, dann hier. Und hier müsst ihr nicht unperfekt haben, also ungefähr, weil im Endeffekt sehen wir die Vorlage später eh nicht mehr. Das heißt, nur so in etwa, wie das halt aussieht, damit es halt natürlich die Form hat, die wir haben wollen. Ihr könnt es halt mit irgendwas anderes machen. Ihr braucht auch jetzt kein Sektglas nehmen, ihr könnt auch ein Weinglas nehmen. Ist im Endeffekt dasselbe, deswegen alles gleich. Und hier. Dann machen wir das einfach mal. Okay, machen wir doch ein bisschen zurück. Dann hier. Und hier. So, und jetzt können wir, da das gerade runter verläuft, hier runtergehen. Machen wir hier hin und hier einen Punkt. Jetzt unten müssen wir ein bisschen kreativ sein, weil das hat ja quasi sehr rund. Und das geht bei uns ja nicht. Deswegen gucken wir uns, wie es aussehen könnte. Ist im Endeffekt eigentlich auch egal. Also was heißt egal? Aber wie ihr das macht, ist euch überlassen. Das muss, wie gesagt, nur in Form beibehalten. Und ich mache es, wie gesagt, ganz gerne hier auf der Linie. Oh, haben wir es. Und schwupps. Und gehe rüber. Dann ziehe ich das runter. Ungefähr hier und zieht es dann hier in die Mitte rein. Ungefähr so. So, und jetzt werden wir uns nochmal unsere Punkte verschieben. Heißt, wir gehen auf unser Live Selection Tool. Und ja, jetzt mal für dumm erklärt quasi. Fangen wir oben mal an. Ich weiß
zwar haben wir unser Pünktchen hier, wo wir angefangen haben. Wählen wir das aus. Zweitens haben wir die Parameter hier, also die Position. Heißt, die Z-Achse, also wenn wir uns jetzt was schieben, die Z-Achse ist blaue, dann sehen wir, okay, die Z-Achse verschiebt sich. Wir wollen es halt auf Punkt 0 haben. Deswegen hier haben wir jetzt gut getroffen, eigentlich 0,11, aber wir wollen genau 0 haben. Deswegen gehen wir auf 0. So. Und jetzt wollen wir auch natürlich, jetzt brauchen wir die Y-Achse, weil wir wollen die anderen Punkte auch auf derselben Linie haben. Also, weil wenn ihr das hoch und runter schiebt, seht ihr, die Y-Achse verschiebt sich. Und wir wollen es ja gleichmäßig haben. Deswegen gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt 149, irgendwas. Deswegen machen wir einfach mal einen runden Wert raus. Also wir runden das auf 350. Gehen dann auf diesen Punkt hier und gucken auch nochmal, okay, hier ist 350,1, das ist ganz gut schon mal. Da machen wir auch, haben wir 350 draus. Und voilà, haben wir das auf einer perfekten Linie gemacht. So, jetzt machen wir unten genau dasselbe. Und zwar nehmen wir uns hier unseren Punkt und gucken wir, den wollen wir halt auf Z haben, also auch auf 0. Deswegen machen wir die Kommastellen weg, machen auf 0. Und den Wert wählen wir uns hier auch aus. Es sind jetzt minus 363. Das merken wir uns. 363. Und hier genau dasselbe. 363. Voilà. Und dasselbe machen wir hier auch. Hier haben wir jetzt 350 und das machen wir auf 350 und hier dasselbe mit 350, damit wir das auch gerade haben. So, jetzt ist es natürlich auch so, jetzt sehen wir hier, hat sich das auch ein bisschen verschoben. Deswegen können wir zum einen das einfach hier auf Linie ziehen und dann haben wir hier, ich glaube, das sind 110. Genau, 110 auf Linie. Dann machen wir auch das 110 draus. Und genau dasselbe machen wir hier. Ja. Mit 110. Da sind jetzt 109, deswegen machen wir mal 110. Und voilà, es ist eine Linie. Linie. Das ist schon mal, was wir haben wollen. Dann spiegeln wir das. Wir gehen hier auf unsere Objekte, gehen auf Symmetrie, dann packen wir unser Spline, unser Symmetrieobjekt und gehen wir in die Ansicht. Jetzt sehen wir noch nichts wirklich, weil wir müssen unsere Symmetrieachse, also gehen auf Spiegel, also unsere Spiegelebene, machen x, y. Und voilà, haben wir schon mal ein Glas. So, wenn wir das rendern, sehen wir natürlich noch nichts, weil das braucht noch etwas Tiefe. Deswegen, wir gehen auf unser Loft-Nerve, wie auch immer ihr das nennen wollt, und ziehen das Ganze hier rein. Und voilà, haben wir schon mal ein richtig schickes Sektglas. So, das ist jetzt eigentlich schon mal ganz cool. Wir können jetzt mal testen, wie das aussieht im Endeffekt, weil wenn wir unseren Nerve jetzt in unseren Hyperner packen, sehen wir, ja, das ist, was wir haben wollen, rund. Jetzt sehen wir hier natürlich, ist es ein bisschen zu rund. Das können wir gleich nochmal ändern. Und zwar machen wir aber erstmal auch unseren Hyperloop raus. Und wir drücken bei dem ganzen C, um das editierbar zu machen. Dann nehmen wir unser Live Selection, gehen auf unser Segmente-Werkzeug und wählen uns unsere oberen Segmente aus. Müsste aufpassen, dass hier steht, nur sichtbare Elemente selektieren. Denn ansonsten selektiert ihr auch, dass wir nicht sehen können. Also quasi, wenn wir oben Ansicht haben und ihr selektiert es, dann selektiert ihr auch unten. Das wollen wir nicht haben. Deswegen nur das obere. Dann drücken wir Entfernen auf der Tastatur. Also löschen. Jetzt sehen wir natürlich, dass noch andere Polygone sind. Deswegen nicht wundern. Also andere Segmente. Die einfach nochmal anwählen und löschen. Das liegt aber daran, weil der Loft-Nerb, der ist ja rund quasi. Das heißt, ihr könnt beim Loft-Nerb auch mehrere Rundungen einstellen, also mehrere Umkreisungen des Splines. Und dementsprechend hat der halt diesen Effekt, dass da halt mehrere im Weg sind.
Ist aber wie gesagt nicht schlimm, weil ihr könnt es ja löschen. So, jetzt haben wir das obere, den oberen Deckel weggemacht. Jetzt hat es natürlich, jetzt ist es natürlich ganz flach. Das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen, wir drücken STRG A, damit wir alles selektiert haben. Rechte Maustaste, extrudieren und machen ganz wichtig Deckflächen rein. Weil wenn wir keine Deckflächen haben, dann extrudiert er zwar die obere Fläche. Ich zeige euch das mal. Sage ich mal so. Das sieht vielleicht ganz nett aus, aber ihr habt immer noch, seht ihr vielleicht hier, wenn ich das mal ein bisschen ranzoome hier, dass es immer noch dünn ist, quasi nur der obere Rand draus extrudiert wurde. Das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen machen wir die Deckflächen rein und jetzt können wir das Ganze extrudieren und ihr seht ja schon, hat es einfach eine Tiefe, also Dicke. Das macht ihr, ja, so eine freie Schnauze, würde ich sagen. Ich denke, so ist es schon mal ganz okay. Ja, gucken wir mal. Und jetzt packen wir das in unseren Halbanab rein. Jetzt sehen wir, okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ist aber immer noch ein bisschen abgerundet. Das können wir natürlich ändern. Und zwar, indem wir auf unseren hier Left Knob gehen, quasi dann rechte Maustaste, Loop Schnitt und jetzt sehen wir schon mal, also das Abgerundete ist im Knob drin und das Blaue ist halt das eigentliche Objekt. Deswegen drücken wir hier drauf und sehen wir, okay, es ist nicht mehr so abgerundet. Und das sieht auch schon mal ganz gut aus. Das gleiche machen wir unten auch. Na, wo haben wir das? Jetzt gucken wir mal. Genau, jetzt sehen wir, ist es nicht mehr so ganz rund. Ich glaube, das ist schon mal ganz okay so. Ja, ich denke, das ist okay so. So, jetzt der nächste Schritt ist, wenn ihr jetzt reinguckt, seht ihr, da unten ist ein Loch. Wenn ihr jetzt reinzoomt. An sich im Endeffekt, weil wir machen ja ein Glas, also das ist eigentlich pups egal. ja, nur halt, um das akkurat zu machen und korrekt zu machen, machen wir das Loch zu. Heißt, wir nehmen es kurz nochmal in unseren Loftmap raus und suchen wir uns jetzt erstmal eine Stelle, wo das ungefähr dann schließen soll. Ich denke hier, dieser Ring, der soll am besten zu sein. Deswegen wählen wir unser Selection Tool hier, unser Kreis Selection Tool aus. Dann gehen wir auf unser, also selektieren, Loop Selection und wählen unseren Kreis an. Rechte Maustaste, extrudieren, wo haben wir das? Und extrudieren wir uns das. Okay, jetzt sehen wir, okay, jetzt hat er hier. Okay, ich glaube, da haben wir ein bisschen nicht aufgepasst beim Extrudieren, aber das ist beim Loft-Nurb, aber es ist ja egal. Also das ist jetzt gerade ein Schönheitsfehler. Ihr könnt es auch gerne mal beheben, indem wir auf unser Punktwerkzeug gehen. Dann wählen wir uns die Punkte einfach rein und schieben uns die einfach mal zurecht. Warum auch immer, irgendwas ist da schief gelaufen. Aber ist ja kein Problem, das ziehen wir uns zurecht einfach. Und, oder. So, ja, okay, so in etwa halt. Ist ja im Endeffekt egal. Ziehen wir uns nochmal rein. So, komm schon. So, jetzt nochmal. Jetzt nehmen wir unser Rundungswerkzeug quasi. Gehen dann auf, wo haben wir es, extrudieren. Und extrudieren uns das. Klein machen ungefähr so. Also, weil wenn wir das ganz zumachen, dann haben wir trotzdem immer noch ein kleines Loch. Das wollen wir nicht haben. Heißt, wir gehen jetzt auf, also machen einfach, ist egal, wie weit wir das extrudieren. Deswegen Polygon auch schließen und jetzt können wir das hier zumachen. Und voilà, haben wir zugemacht. Wenn wir das jetzt reinwerfen im Hypernub, sehen wir, okay, das ist schick. So. Wie das aussieht. Und ja. Genau. So, dann, ups,
Machen wir das kurz. Na, was hat er da gemacht? Ziehen wir das wieder raus. So, ziehen wir es aus unseren Hyperlamp raus. So, und jetzt machen wir uns erstmal die Flüssigkeit. Und zwar wählen wir uns hier unser Selektieren-Werkzeug aus, gehen auf Loop-Selektion, gehen auf unser Polygon-Werkzeug, also unser Segmente-Werkzeug, wählen uns an, wo der Start der Flüssigkeit sein soll. Sektglas ist ja meistens nicht randvoll, also könnt ihr gerne machen. Ihr könnt auch gerne als Wasser nehmen, ihr müsst ja kein Sekt nehmen, Wasser sieht auch ganz cool aus. Deswegen gehen wir hier ungefähr zur Hälfte hin, das ist ganz okay, glaube ich. Dann drücken wir auf der Tastatur mal UF, und zwar so als Shortcut ist es quasi, also U, seht die ganzen Optionen, die man wählen kann, ganzen Hotkeys quasi, ganzen Shortkeys. Und wählen wir F aus, weil F ist Selektion füllen. Ihr könnt es alternativ unter Selektion auch finden, Selektion füllen. Und wir halten dann SDRG, quasi nicht SDRG, sondern Shift gedrückt, damit wir den unteren Teil gefüllt haben, quasi. So. Und zwar machen wir jetzt rechte Maustaste und gehen auf Abtrennen. So, jetzt hat er den Teil abgetrennt. Jetzt benennen wir das kurz nochmal, weil das war jetzt das Glas und das untere Loft 1 war die Flüssigkeit. Dann können wir unser Glas ausmachen. Jetzt hat er natürlich auch den ganzen unteren Teil selektiert. Das wollen wir natürlich auch nicht haben. Deswegen gehen wir kurz auf die Seitenansicht. Gehen auf unser Rechtwerk Selektion zum Beispiel und selektieren uns einfach einen Bereich, den wir löschen wollen. Da ist nur wichtig, und zwar geht hier auf nur sichtbare Elemente selektieren, macht es aus, weil sonst selektiert ihr wie gesagt nur eine Seite und wir wollen hier alles haben durchgängig. Wir selektieren das und drücken Löschen, also entfernen. So, ich denke, ich weiß nicht, ob wir den Teil auch noch abtrennen. Ups, jetzt habe ich alles, sorry. Und gucken wir mal. Okay, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Okay, gut. Jetzt können wir dasselbe nochmal machen quasi. Gucken wir mal, ob wir das Polygon noch schließen, ob das funktioniert. Ich glaube nicht. Doch, es geht sogar. Perfekt. Machen wir das einfach zu. Haben wir das Loch geschlossen. So, jetzt wählen wir uns, also haben wir Polygon auch schließen. Das bleibt so, weil wir machen hier oben auch einen Deckel drauf. Dann wählen wir uns mit unser Live Selection Tool den Deckel aus. Dann rechte Maustaste innen extrudieren, damit es ein bisschen Spannung und Tiefe bekommt, das Ganze. Also physikalisch gesehen Spannung. Gehen auf Innen extrudieren. Ungefähr so. Und machen wir das. Ziehen wir uns da drunter, das süße Ding. So, ungefähr so. So, jetzt haben wir schon mal die Flüssigkeit. Also, zumindest den Ansatz. Dann unser Glas aktivieren wir wieder. Das Glas können wir jetzt hier mal bei X-Ray, wenn wir drauf gehen, dann wird es unsichtbar, also transparent quasi. Jetzt können wir mal gucken, ob das denn auch genau passt oder ob das irgendwie überlappt irgendwo, aber nee, das sieht ganz cool aus. Glas hat auch ein bisschen Dicke, das glaube ich, sieht ganz nett aus, das könnte was werden. So, jetzt als nächsten Punkt machen wir uns die Textur. Ist eigentlich ganz einfach, also rechnen, also machen wir uns eine neue Textur, gehen aber der Farbe weg. Reflektivität lassen wir das einfach so. Die Spiegel, die Glanzfähigkeit ist eigentlich wurscht. Gehen dann auf Transparenz, gehen auf Presets und gehen auf Glas. Und so haben wir ein Glas. So, und meine Maus verabschiedet sich langsam. Dann können wir das nochmal kurz zwischenspeichern. Nicht, dass er mir da gleich auf Wiedersehen sagt. Und wir nennen das einfach mal ohne Titel. So. Und genau, was wollte ich sagen? Packen wir das auf beides. Auf die, obwohl, ne,
Erstmal nicht, sorry. Machen wir es erstmal aufs Glas rauf. So, das X-Ray könnt ihr jetzt ausmachen, weil das ist sowieso durchsichtig. Also, Glas sieht im Endeffekt einfach nur nach Glas aus. Also jetzt nichts Schönes, auch das sieht momentan doch nicht schön aus. Ich glaube, das müssen wir gleich noch ein bisschen skalieren, das ist aber kein Problem. Genau, ihr müsst halt die passende Lightroom haben dafür. Deswegen machen wir das Setting, würde ich sagen, machen wir jetzt schon mal. Wir wählen uns eine Scheibe aus, und zwar wir wollen so eine Art Tisch machen. Das heißt, wir ziehen uns die Scheibe runter. So. Ah, und jetzt sehen wir, okay, die Punkte, die verlaufen jetzt alle parallel dazu und das ist ein bisschen tief. Das wollen wir natürlich kurz ändern. Also wir gehen in unser Punktwerkzeug rein, gehen auf unser Glas hier, wählen den Punkt aus, wählen allerdings auf alle Elemente selektieren aus. Aber meine Maus stirbt gleich, ich hoffe es reicht noch. Ist halt so eine Bluetooth-Maus und ziehen es hoch. So auf ungefähr eine Höhe. Ja, und so haben wir es auf eine Höhe gebracht. So, jetzt machen wir unsere Scheibe, wie gesagt. So, Dalü. Und skalieren wir das Süße. Ah, und jetzt sehen wir, an den Rändern ist auch noch ein bisschen uneben. Na, Glas. Punkte. Linien, sondern ein Punkt. Und wir haben halt zur gleichen Zeit, ich denke auf der anderen Seite ist genauso. Ja. Dann halten wir Shift gedrückt, damit es beides selektiert wird und ziehen wir uns das nach oben. So. Und jetzt haben wir das doch. Und jetzt sollte das auf jeden Fall besser aussehen. Also wo waren wir? Genau. Jetzt machen wir uns unsere Scheibe. Können wir auch noch ein bisschen nach oben ziehen. So, dann skalieren wir uns die. Ah, okay, natürlich nicht so groß. Meine Maus. Oh je, ich hoffe, das geht noch. Sorry. So. Ich denke, so sieht es ein bisschen nach Tisch aus. Ja, sieht doch nett aus. Dann gehen wir wieder in unsere Texturen. Quasi, wie gesagt, in der kostenlosen Videobeschreibung unten alles. Könnt ihr euch, wie gesagt, downloaden, weil ich habe euch unter Metall. Nehmen wir beispielsweise mal dieses Metall hier. Ziehen wir uns da rein. Ziehen wir uns das hier rauf. Dann machen wir auch natürlich die Bumps, quasi Relief. Gehen wir hier auf Textur, gehen wir auf Textur laden. Dann gehen wir auf unsere Textur hier. Und ja. Dann ist natürlich sehr groß die Projektion, deswegen gehen wir hier auf unsere Textur. Gehen auf Projektion, gehen auf Quadermapping, okay, das ist, ich glaube, ein bisschen zu klein. Deswegen gehen wir hier auf den Seiten, können wir unsere Textur auswählen. Wenn wir auf dieses Symbol klicken, dann haben wir unsere Textur, die wir verschieben können und können die auch ein bisschen größer ziehen. Ich glaube, so ist okay. Dann machen wir uns einen kleinen Lightroom, heißt, wir machen uns einfach nur, also wir wollen, ich will so ein bisschen Tischatmosphäre machen mit so Sonnenuntergang im Hintergrund, heißt, wir nehmen uns eine Kugel, weil dafür brauchen wir so ein 360-Grad-Image quasi. Nehmen, meine Maus, oh je, okay. Nehmen unsere Kugel, ziehen die, meine Tochter wacht gerade auf, oh je. Okay, nehmen unsere Kugel, ziehen die ein bisschen höher, gehen dann auf Erzeugen. Wo haben wir es? Auf
Presets laden, Visualize, Presets, Lightning, HDMI und haben unsere Sunsets. Ihr könnt gerne auch natürlich andere wählen, ist egal. Ich finde aber Sunsets schon mal ganz nett. Deswegen wählen wir uns beispielsweise den aus. Dann ziehen wir das auf die Kugel. Na? War ein bisschen zu voreilig. Na. Geil. So. Geil. Ah, die Kugeln müssen wir natürlich ein bisschen noch skalieren. Ups. Na, nicht das Glas, sondern die Kugel. So. Ja, ich denke, so ist doch okay schon mal. Dann machen wir uns auch ein kleines Licht, weil das quasi Sonne kommt ja von der Seite. Dementsprechend machen wir uns ein kleines Licht hier hin. Machen dann auf Schatten. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Wenn wir Shadow Maps weich machen, also quasi weiche Schatten, dann genau, wollen wir natürlich unsere Flüssigkeit ein bisschen skalieren, wie gerade gehabt. Nur ein Stückchen. Okay, so. Dann kopieren wir uns das und packen wir das auf die Flüssigkeit drauf. Eieieiei. So, Moment, jetzt haben wir es gleich. So, bei der Flüssigkeit machen wir, also lassen wir eigentlich so alles, wie es ist. Wir gucken mal, Glas, gibt es hier irgendwie Wasser? Da gibt es sogar Wasser, cool, okay. Und machen wir die Observationsfarbe, weil das ist, was wir haben wollen, weil wir wollen die Farbe natürlich transparent bleiben und nicht irgendwie, dass sie jetzt gelb ist oder sowas. Machen wir das ein bisschen champagnerfarbend. Deswegen, keine Ahnung, was das ist, machen wir, ich glaube, so ein bisschen beige rein. Und bei der Distanz gehen wir auf 60. Ist quasi, wie viel denn absorbiert wird. Dann gehen wir hier auf die Rendervoreinstellungen, gehen wir mal auf Global Illumination und Ambient Occlusion. Und gucken wir mal, wie es ausschaut, wenn wir das Ganze rendern. Das kann jetzt je nach Rechner einen Moment dauern. Ich glaube, ich hoffe zumindest, bei mir dauert er jetzt nicht so lange. Und wir sehen uns mal gleich wieder, würde ich sagen. Okay. Also, ja, okay, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt ist es, ja, mir gerade aufgefallen, weil das sieht natürlich diese komischen Riffel und so. Das liegt natürlich, weil wir das natürlich nicht im Hypernub haben. Deswegen machen wir kurz noch ein Subdivision Surface, packen nur unser Glas da rein, weil die Flüssigkeit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und als nächstes machen wir uns kurz unser Bubble, heißt wir gehen, machen uns einfach nur Kugeln quasi. Die Kugel machen wir uns auf mal, ich sag mal so 3%, also 3, ja Quatsch, nicht Segmente. Sorry, der Radius auf 3 cm ungefähr. Können wir eh nochmal anpassen. Dann gehen wir auf MoGraph, gehen auf Cloner, packen die Kugel in den Cloner rein. Beim Cloner gehen wir auf Modus, gehen wir auf Objekt. Wählen uns unser Objekt an, wo das halt geklont werden soll. Und das ist dementsprechend natürlich die Flüssigkeit. Und jetzt, wie wir sehen können, haben wir hier schon mal ein paar Bubble. Jetzt ist es so, dass die halt überall verteilt sind, also auch auf der Oberfläche drauf. Das wollen wir halt nicht haben, deswegen gehen wir auf Volumen. Das heißt, nur innen drin sind Bubble jetzt. Die Bubble werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen, weil es gibt ja große und kleine. Deswegen gehen wir auf MoonGraph, Effektor. Also wenn wir unseren Cloner hier aktiviert haben, also quasi selektiert haben, gehen auf Effektor, also MoGraph Effektor Zufall. Und jetzt sehen wir, das ist jetzt Zufall, allerdings auch außerhalb. Deswegen gehen wir auch mal einen Zufall drauf, gehen auf die Parameter, gehen auf Position weg, dann ist es wieder in der Mitte.
Selektieren, oh je. Also verzeiht mir, es liegt nicht an mich, nicht an mir, sondern an wirklich der Maus, weil es ist eine Bluetooth-Maus und ich glaube, sind die Batterien gleich leer. Deswegen gehen wir hier mal auf, weil ich glaube, 1 ist ein bisschen viel, ja, ist ein bisschen groß. Deswegen gehen wir mal auf. Also ihr seht zum Beispiel hier, gibt es einen großen Bubble und hier unten einen kleinen. Deswegen gehen wir mal auf minus 0,5. Ja, und so ist es ungefähr. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, bei Cloner gehen wir natürlich nochmal auf die, aufs Objekt, auf den Reiter Objekt. Gehen halt auf 20 Anzahl, sondern nochmal 200. Und ja, das sieht auch schon mal besser aus. Jetzt können wir hier unsere Textur natürlich auch noch auf unseren Cloner packen. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze ausschaut. Okay, also das sieht, wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher, sieht aber noch ein bisschen weird aus. Und zwar, deswegen machen wir ein bisschen Tweaking mal. Und zwar, ich glaube, das reflektiert hier ein bisschen mehr, weil wir haben das Licht hier. Deswegen glaube ich mal, löschen wir das kurz mal raus. Wir können auch hier bei unseren Voreinstellungen interaktiver Renderbereich nehmen. Heißt, wir können uns das hier einfach zurechtziehen, damit er dann letztendlich nur das sieht, was wir also rendern, was wir halt sehen wollen. Geht auch wesentlich schneller. So, okay, es sieht doch schon mal ganz cool aus. Okay, jetzt haben wir dieses komische Reflektierungsgedöns nicht mehr. Jetzt haben wir aber noch diese kleinen Clipping-Fehler hier. Ich glaube, das liegt daran, weil er mit diesem Hyper-Nerf die ganzen Ecken und Kanten, dass es da ein bisschen überlappt. Deswegen machen wir unser Glas mal kurz raus, weil wenn wir es rausnehmen, gucken wir mal, ob es weg ist. Okay, und voilà. Okay, cool, es ist weg. Jetzt ist es halt trotzdem das Glas ein bisschen kantig, weil wenn wir das mal ranzoomen hier, gucken wir mal, ob er das nimmt. Sehen wir eventuell, dass es ein bisschen kantiger ist. Ob er das zeigt, ist das eine andere Frage. Nee, okay, er zeigt es sogar gar nicht an. Naja, okay. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal unser, machen wir kurz mal weg. Wenn wir jetzt unsere Textur wegmachen würden, dann sehen wir unten, dass es halt sehr eckig ist. Das können wir auch mal heben. Also wenn euch das nicht stört, ist natürlich okay. Weil im Endeffekt sieht es ja keine Sau, wenn das ein Glas ist. Aber okay. Da heißt, wir wählen unser Glas an. Gehen auf unser Tool hier für unsere Linien. Drücken STRG-A, damit wir alles mal selektiert haben. Rechte Maustaste. Gehen auf. Wo haben wir es? Auf Glätten. Na, da haben wir es. Irgendwo, wo haben wir es? Na, bin ich blöd da, Glätten. Jetzt drücken wir irgendwo in die Landschaft rein und jetzt können wir das also vor und zurückziehen. Das seht ihr ja, so ist es ganz eckig und so ist es rund. So, jetzt gucken wir mal, ob sich das unten auch nicht irgendwie nochmal verhaspelt hat. Ja, okay, doch. Okay, deswegen machen wir das dann nur oben. Okay. Ups. Ist ja kein Problem. Dann machen wir das nur oben. Also, sorry, ihr macht im Endeffekt dasselbe. Geht aufs Glas. Wählt aber nicht STRG an, sondern wir können jetzt Selektion, Loop-Selektion auswählen. Wählen dann irgendwas aus, ist egal. Drücken dann OY, 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 OY. Und jetzt können wir denselben Spaß nochmal machen. Auf Glätten. Jetzt kann es natürlich sein, dass es in der Flüssigkeit drin hängt. Nö, okay, sieht schon mal ganz gut aus. Gucken wir mal mit der Flüssigkeit. Wir haben das Glas mal weg. Es ist natürlich schwer zu sehen. Jetzt können wir die Flüssigkeit
Können wir theoretisch auch in Hyperloop packen. Ich glaube, das ist okay. Ja, da haben wir schon Hyperloop. Okay, packen wir das da rein. Okay, dann wählen wir hier die Ecken nochmal aus. Heißt Selektion, Loop-Selektion. Nehmen wir uns die Ecke hier vor. Und gehen auf Glätten. Wo haben wir es? Das sind uns die Glätten. Warum auch immer. Er zieht sich das hier rein. Ist die Frage, warum ist es vielleicht doch das Glas? Oder nicht? Gut. Machen wir es anders. Na gut, bevor wir uns das ganz alle verbauen, gehen wir nochmal einfach zurück. STGNZ. Gucken wir mal, ob es vielleicht einen anderen Grund hat. Das könnte auch sein an den ganzen Lightroom eventuell. Deswegen ziehen wir uns hier unser Ding mal drauf, weil ich glaube, weil wenn wir unseren Lightroom mal kurz wegmachen, weil ich glaube, dann haben wir das nicht mehr. Ja, das ist natürlich. Ambient Occlusion und Global Illumination ausmachen. So. Okay, also ich revidiere das alles die letzten 5 Minuten. Sorry, das lag dann wirklich doch am Lightroom. Jetzt habe ich das nochmal kurz in Hyperloop gepackt und ihr seht, das ist weg. Also liegt wirklich noch im Lightroom. Deswegen nehmen wir uns einfach einen anderen Lightroom, gehen auf Erzeugen, auf, wo haben wir es? Visualize. Presets, weil was hatten wir jetzt? Sunset 1? Gehen wir mal auf Sunset 2. Vielleicht lag es wirklich nur daran. Kugel. Und testen wir mal aus. Ich hoffe, das funktioniert. Alle Daumen sind gedrückt. Ja, okay. Das sieht schon mal gut aus, aber jetzt haben wir natürlich Ambient Occlusion noch nicht eingeschaltet und. So weiter. Gucken wir mal. Ambient Occlusion. Das ist interessant. Jetzt ist es echt weg. Also lag wohl echt an Lightroom. Also sorry, Guys. Ich bin auch nicht allwissend. Naja, gut. Auf jeden Fall, jetzt haben wir es geschafft. Das ist schon mal ganz cool. Also deswegen sorry, dass wir jetzt ein bisschen Zeit verschwendet haben. Aber naja, gut. Probieren geht über Studieren. Wie gesagt, war jetzt gerade auch mein erstes Mal mit diesen anderen Lightroom, meine ganzen Tests waren alle super, was war vorher? Naja, okay, egal. Auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir das schon mal so weit erstellt. Finde ich soweit eigentlich ganz cool. Was ich natürlich immer noch gerne mache, ist bei der Transparenz machen wir die Mattheit, sage ich mal, auf 10% so in etwa. Also gucken wir mal. Dann gibt es den, oder sorry, machen wir 5% und 10% bei der Flüssigkeit. Also 5% hier und 10% bei der Flüssigkeit. Das gibt den Ganzen auch so ein bisschen Realismus, weil das ist ja nicht perfekt durchglänzend. Das hat hier immer ein paar, sage ich mal, sei es durch die Kälte oder was auch immer, halt immer ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Mattheit. Und voilà, so sieht es aus, wenn es ein bisschen matt ist. Ich finde es ganz cool, gibt dem Ganzen, wie gesagt, ein bisschen Realismus, weil damit es halt, sieht halt ein bisschen, ja, so wie in echt aus, weil, also was ist echt, aber ich sag mal so, nichts ist ja wirklich perfekt durchlässig, also als Glas, es hat ja irgendwelche Unperfektheiten immer drin. Deswegen, ansonsten, wie gesagt, war es soweit. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr habt so lange durchgehalten. Könnt ihr gerne mir in den Kommentare schreiben, wer das Video komplett gesehen hat. Ich glaube, noch hier nie jemand hat meine Tutorials komplett gesehen, weil ihr seht es ja anhand den Statistiken. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Verbesserungsvorschläge, was auch immer. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen. Lasst mir ein Abo auf jeden Fall da, aktiviert die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen nochmal. Haut rein und ja, bis zum nächsten Mal.